So, was haben wir jetzt hier? Irgendwas mit Gitarren, Folge 5. Genau. Ist 5, ne? Ja. Müsste 5 sein, ja. Ja. Hier am Bildschirm bei mir. Ach stimmt, wir müssen klatschen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yes, so, jetzt haben wir geklatscht. Alles klar, also nochmal. Irgendwas mit Gitarren, Folge 5. Hallo, liebe Leute, liebe Hallöchen. Zuhörer und Zuschauer auf den diversen Plattformen, auf denen wir es derzeit zu euch schaffen. YouTube und Spotify vornehmlich. Wir doch, glaube ich, erstmal dabei bleiben. Ne? Ja. Denke ich, ja. Funktioniert ja ganz gut bisher. Ja, TikTok. Ja, erzähl mal, wie geht es dir? Mir geht es relativ gut. Leichte Kopfschmerzen, aber ansonsten alles in Ordnung. Und dir? Das ist doch gut. Ja, ich stelle fest, ich bin ein schlechter Mensch, weil Leute fragen mich immer, wie es mir geht und ich gebe eine ausführliche Antwort, aber frag nie zurück. Ja, also mache ich heute mal kurz, es geht mir gut. Ich bin K.O., ich war den ganzen Tag mit meinem Sohn in Düsseldorf, aber es war gut. Ja, ja, Aquazoo ist auch nice. Ja, waren wir schön im Aquazoo, haben Walskelette angeguckt, waren danach noch bei Five Guys, ein paar Pommes in unsere Wenste schieben und jetzt geht's uns gut. Er pennt jetzt oben drüber. Ja, ja, hat er sich ausgetobt, ja. Ja, ohne Umwege, direkt ins Bett, Augen zu, tot. Ach, ja. Perfekt. Besser kann's doch gar nicht laufen. Das ist richtig. Ja, ne, normalerweise ist ja so die Frage, wie es geht, muss ja eigentlich hier im Ruhrpott immer sagen, muss. Muss, ne? Und selbst? Ja, auch. Läuft. Läuft, ne? Genau. Ja. Unbehagliches Schweigen. Mhm. Ja, dann lass doch erstmal gucken. Wir hatten, glaube ich, nach der letzten Folge, wir kriegen ja immer unheimlich viel Feedback zu den Folgen, was mich selber auch ganz erstaunt. Weil ich hätte nicht damit gerechnet, dass sich das irgendjemand antut, aber nicht nur, dass sich alle möglichen Leute antun und jede Menge Leute, sondern auch noch richtig lange. Ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, wie erstaunlich darüber war. In meinen Analytics habe ich ja Daten einsehbar, wie lange im Durchschnitt so die Videos geschaut werden. Bei mir sind es jetzt irgendwie, bei Folge 3 waren es über 18 Minuten jetzt mittlerweile immer noch. Du hattest mir auch mal einen Screenshot gescheigt. Da, ja, also jetzt mal. Da warst du bei über 22 Minuten. 22 sogar, irgendwie, ne? Sowas, ja. Also völlig irre. Ja, und jetzt kommen auch noch mehr und mehr und mehr Kommentare dazu. Also, ja, und die Leute hören sich da tatsächlich bis zum Ende an, ne? Ja, ja, kommt irgendwie eine Frage zu meinem Furz, den ich irgendwie in den letzten 15 Sekunden abgelassen habe, so ungefähr. Also ist echt erstaunlich. Bis zum Ende halten dann einige von euch durch. Ja, und irre. Danke dafür schon mal. So, und ich glaube, der Micha, der hat sich da ein paar Sachen rausgeschrieben. Ich habe hier ein einfach nur die normalen Zuschauerfragen einmal. Ja. Ja, und hier von Guitar Monkey. Hat sich der Chef nochmal bei uns gemeldet, weil wir ja letztes Mal so ein bisschen Schleichwerbung gemacht hatten. Ja, dann lass doch mal mit der Schleichwerbung schon mal weitermachen. Warte mal, kann den man muss nie ich jetzt erstmal raus. Und jetzt hatte ich nämlich erst die Zuschauerfragen. Womit sollen wir jetzt anfangen? Bringe ich dir alle wieder durcheinander. So, warte mal, können wir hier? Nee. Jetzt brauchen wir so Jeopardy-Musik. Ja, ja, es ging ja darum, dass du gesagt hast, dass die Mechaniken ja von Hipshot in Korea gefertigt werden. Yes. War nicht so ganz korrekt, ne? Nee, also war, doch, aber war doch mehr Made in Germany, richtig, aber als wir dachten. Ja. So, ich hab's jetzt hier. Ja, danke für die netten Worte. Hat mich sehr gefreut. Aber ganz wichtig, und da schlägt auch die Kerbe zu dem Thema. Die Gehäuse und Getriebe kommen vom selben Auftragsfertiger, der für Hipshot fertigt. Aber die Endmontage erfolgt hier in Deutschland. Mhm. Ebenso produzieren wir unsere Bauteile Step by Step selbst. Es geht schon wieder das Licht hier aus. Unsere Megalight-Buttons sind made in Bayern. Also diese Holz-Buttons, die stellen die wohl selber her.
Wir sind also neben Schaller der einzige Hersteller in Europa, der einen hohen Wertschöpfungsanteil in Deutschland, Europa hat. Alle anderen, Cluson, Faber, aber auch die Amerikaner, Cluson USA, Grover, Graftec und sogar die Locking Tuner von Hipshot, sind alle zu 100% made in Asien. Ah ja. Es kommt das Logo drauf, wird verpackt und kommt in den Handel. Da nimmt sich nicht mal einer einen Schraubenzieher in die Hand. Ah ja. So, und das jetzt ist interessant, die Gehäuse werden ab Mitte, Ende nächsten Jahres auch made in Bayern sein, wenn unsere finalen Tests erfolgreich sind. Ebenso Megalight-Materialien. Wir haben gerade die leichtesten Bassmechaniken der Welt entwickelt, jetzt wird getestet. Und es kommen auch Poti-Knöpfe, Picks und so weiter. Das klingt doch unheimlich spannend. Ja, auf jeden Fall. Also ich wünsche Ihnen da jetzt auch viel Erfolg und hoffe, dass das alles klappt. Also erstmal sehr positiv aus meiner Warte, dass tatsächlich also nur die Teile hergestellt werden von dem Zulieferer in Korea. Ja, das ist aber und dann der Zusammenbau, die ganze Montur und also was das hier dann tatsächlich vor Ort dann noch erfolgt, also für uns vor Ort in Germany. Ist aber bei vielen Produkten, die jetzt so made in USA oder made in Germany sind, dass die teilweise wirklich zu 99% in Asien gefertigt werden und dann nur noch die Endmontage hier in Deutschland oder in den USA stattfindet. Und dann kannst du natürlich made in Germany oder made in USA da drauf pappen, weil es zählt ja immer das Land der Endmontage. Ja, das heißt, wenn du dir jetzt hier eine Pfanne kaufst, die made in Germany ist, die hier in Deutschland aber im Prinzip nur den Plastikknopf auf den Glasdeckel geschraubt haben und alles andere wurde dann in China gemacht, ist sie trotzdem made in Germany. Ja, also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache, dass hier auch extrem viel dann auch noch in Deutschland gemacht wird. Finde ich sehr gut. Ja. So, und gerade, was er da sagt jetzt mit den Super-Light-Mechaniken, bin ich gespannt. Ja, ich also, auch, auf jeden Fall. Wie der Zufall so will, baue ich mir hier gerade einen Bass zusammen, der welche davon vertragen könnte. Mal gucken, wer von uns schneller ist. Ja. Gut, so, dann hätten wir das Thema auch geklärt. So, eine Zuschauerfrage war auf jeden Fall, wie viele Gitarren habt ihr und welche? Wolltest du anfangen, dann kann ich in der Zeit die anderen raussuchen. Ja, da ist jetzt natürlich die Frage, vielleicht kannst du mir das dann nochmal etwas genauer erläutern. Wer ist ihr und was ist damit genau gemeint? Also, wenn es jetzt um mich geht, aus meiner Sicht zum Beispiel, die ganze Zeit immer so ein bisschen, aber ich glaube, das ist... Also mit ihr sind wir beide gemeint, du und ich. Mhm. Ja. Also wahrscheinlich unsere privaten Sammlungen, nehme ich an, oder was? Gehe ich stark von aus, ja. Okay, ja... dann fangen wir doch mal bei dir an. Ich glaube, du bist ja in deiner Sammlung. Dann kannst du ein bisschen erzählen. Ich höre währenddessen, was du sagst, weil ich müsste mal eben nach nebenan gehen und nachzählen. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Ja, warte, ich muss mal bei mir auch mit dem Finger mal mitzählen. Also, ich habe eine Akustik, eine Western-Gitarre, so eine Dreadnought mit Cutaway. Schön in so einem durchsichtigen Schwarz mit einer schönen Decke. Ich glaube, die ist von Hohna. Hat auch einen wunderbar unlackierten Hals aus Mahagoni und ein E-Molz-Griffbrett. Eigentlich ein ganz tolles Teil. Ist mir allerdings ein paar Nummern zu groß, das Ding. Weil wenn man so klein und dick ist wie ich, dann ist so eine Gitarre, das ist so ein Monsterteil. Also spiele ich ehrlich gesagt ziemlich ungern damit, obwohl die eigentlich einen geilen Klang hat. Ja, dann habe ich natürlich hier meine erste selbstgebaute Strat. Dann noch die beiden selbstgebauten SGs, von wo die rote ja allerdings nur so Deko ist. Dann noch die selbstgebaute Hardtail-Strat, aber schon mal 5. Dann eine Harley Benton SC1000 Progressive Line, eine Harley Benton SC Custom 2.
eine Ibanez RGA 42, eine Ibanez SZ 320 und dann noch die LTD ESP F50. Mhm. Das war's, glaube ich. Ja, ich glaube, das war's. Ja. Also jetzt kommen wir auf 10. Hast du da irgendwie eine besondere Gitarre, die dir besonders gut liegt oder die du besonders toll findest? Und wenn ja, warum? Was macht die Gitarre dann so besonders für dich? Sind das irgendwelche nostalgischen Gefühle oder liegt daran, wie die verarbeitet sind? Oder? Also nostalgisch ist eigentlich die Ibanez SZ 320, weil die hatte ich früher auch schon mal gehabt, als ich noch in der Band gespielt hatte. Und das war einfach nur eine geile Gitarre. Und die hatte ich dann irgendwann verkauft, habe es dann schon bitter bereut und habe sie mir jetzt irgendwann bei eBay nochmal wieder neu angeschafft. Ja, und das Gleiche gilt ja auch für die ESP. Weil das war ja quasi so meine zweite Gitarre und eigentlich so meine erste richtige, die ich mir auch wirklich selber ausgesucht hatte im Laden. Auch eine ganz tolle Gitarre eigentlich. Liegt gut, klingt gut, lässt sich gut spielen. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her war die damals top. Ja, aber so meine Lieblingsgitarre, das ist eigentlich die Harley Benton SC Custom 2 in Lem Flame. In Gelb. Mhm. Ich wollte gerade sagen, die hatte ich ja modernisiert. Cut, ne? Ja. Genau. Das ist ja im Prinzip eine Kopie von der ESP Eclipse. Und die hatte ich ja modifiziert. Da hatte ich ja hier eine neue Brücke eingebaut mit Edelstahlreitern. Hab da auch die Flügel vom Guitar Monkey eingebaut, wegen der Gewichtsreduzierung. Hab PRS-Tonabnehmer eingebaut. Und die klingt richtig geil. Ne? Hab dann noch ein bisschen die Bünde abgerichtet und so. Und es macht einfach riesen Spaß, damit zu spielen mittlerweile. Obwohl das eigentlich nur eine Harley Benton ist. Die, ich glaube, neu kostet die 259 Euro. Ja, im Vergleich dazu, das Original in Anführungsstrichen von LTD, die EC256 FM ist es ja, glaube ich, in Amber Burst, wenn mich nicht alles vertut. Die 256er Serie, die fängt, glaube ich, so bei, liegt bei 4,99, glaube ich, so. Da geht das los, ne? Und die kostet mal locker das Doppelte. Und richtig interessant sind bei ESP eigentlich erst so die 1000er Serien. Ja, zumindest in puncto verlässliche Verarbeitung, dann auf jeden Fall. Genau. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist. Also damals war es ja auf jeden Fall so, mit damals meine ich jetzt so um den Dreh 2007 bis 2010, 2012 so um den Dreh. Da wurden die 1000er-Serien auf jeden Fall noch in Korea gefertigt. Mittlerweile fertigen die ja, glaube ich, auch die 1000er-Serien, die LTD Deluxe sind das ja in dem Moment, die 1000er-Serien. Die werden, glaube ich, auch in Indonesien mittlerweile gefertigt, wenn ich mich recht entsinne. Kann gut sein, ja. Hab jetzt aber auch nicht nachgeguckt. Ja. Muss ich gestehen. Nee, und die 1000er-Serie, das war damals alles irgendwie, wenn du dann eine Hardtail bekommen hast oder sowas, ohne großen Schnickschnack oder irgendwie so, dann hast du die auch durchaus mal für 800 Euro oder sowas damals bekommen. Und dann mit Floyd Rose und was weiß ich nicht, was bist du dann irgendwie 1100 Euro losgeworden. Und ich glaube, bei ESP, die Standardserie, ging dann so bei 1,6 so um den Dreh los. Weiß ich noch, weil damals der Bandkollege, mit dem ich da zusammen gespielt hatte, er hatte sich dann irgendwie, wie war das, er hat sein Abitur anständig bestanden und all so weiter und hat sich dann die SV Standard gegönnt. Das war quasi die Alexi Laiho Signature in schwarz mit den weißen Pinstripes, aber mit einem Neck-Humbucker noch drin. Und insgesamt ein sehr schönes Instrument und das lag, glaube ich, damals bei 1600 Euro. Gibt es mittlerweile ja gar nicht mehr, aber ESP Standard wurde dann abgelöst von E2, so heißen sie ja jetzt. Und die haben preislich nochmal eine Schippe draufgelegt. So, und ich meine mich zu erinnern, und da rede ich jetzt ein bisschen aus dem Arsch. Ich meine mich zu erinnern, dass quasi die LTD Deluxe, wenn das eine gut gespeckte
Tausender-Serie ist, dass die mittlerweile schon näher ran ist an den 1600 als an den 800, die vor ein paar Jahren mal waren. Also ich habe mal geguckt, E2s also über 2000 sind. Kommt drauf an, also es ist echt von der Lackierung abhängig und von der Optik. Mhm. Also wenn du die ESP Eclipse, also die LTDs, wenn du die einfach jetzt in matt-schwarz, kriegst du die, je nachdem, was du für Tonabnehmer da drin hast. Also die haben ja da verschiedene im Angebot. Du kannst die ja mit den EMGs, mit Fishman oder mit Seymour Duncans und so weiter kriegen. Die kosten so zwischen 950 und 1050 Euro. So, wenn du jetzt aber eine mit einer richtig schönen Flamed Maple Decke mit so einem ganz tollen Burst haben willst, dann kann das auch schon mal so bis zu 1400, 1500 kosten. Ja, ich gucke hier gerade mal die Eclipse 1000 mit Quilt Maple Decke. Und für 1,6 kriegst du ja schon die James Hetfield Signature, die Iron Cross von LTD. Ja. Von ESP kostet die, glaube ich, so um die 5000. Die liegt bei 1500. Ja. Aber da kommt es wirklich drauf an, welche Farbe man da nimmt. Ne? Also einfach matt-schwarz, das ist, glaube ich, die günstigste Variante. Da brauchst du ja auch keine aufwendige Decken. Ich weiß auch gar nicht, ob die richtige Ahorndecken haben mit dem Flame oder ob das auch nur auffoniert ist. Aber bei dem Preis, glaube ich, sind da teilweise doch schon echte Ahorndecken, ne? Aber ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Was macht er denn jetzt hier? Ah, Internet, Technik, schrecklich. ich wollte gerade eigentlich nur mal nachgucken, ob das eine echte Decke drauf ist. Also ich gehe davon aus, dass das zumindest ein dicker Aufleimer ist. Nehmen wir hier mal die. Ja, also A und Decke werden die wahrscheinlich alle haben, nur ob die dann auch komplett geriegelt ist oder ob das nur im Furnier ist. Das ist ja immer die große Frage dann. Ne? Ja, ja. Also bei dem Preis würde ich davon ausgehen, das ist ein Aufleimer, meine ich ja damit. Eben. Also hier steht eine Decke und kein Furnier. Ja, dann wird der echt sein. Das ist jetzt aber bei Session, gehe ich mal von aus. Ja. Also in dem Preisbereich, da kann man eigentlich davon ausgehen, dass auch tatsächlich, wobei ich habe jetzt große Fresse, gucken wir uns die Tom DeLonge an. Das ist auch ein 29-Teiler mit, ja. Ja, ich ziehe meine Aussagen von gerade zurück. Also für den Preis erwartet nichts. So, gucken wir mal kurz hier auf der ESP-Seite, ob da irgendwas mehr zu steht. So, hier ist die EC1000, da als Flame Maple. Da ist die in Charcoal Burst, die hat auf jeden Fall auf dem Produktfoto eine sehr schöne Quilt Maple. Geschichte drauf. Maple Cap, genau. Also Cap ist in dem Fall ein vollwertiges Ding, was da aufgeleimt wird. Das hat in aller Regel zwischen 16 und 22 Millimeter, weil das auch dann eine gewölbte Decke wird. Eben. Das ist dann eine Maple Cap. Ist also echt, also grob zur Hälfte oder zwei Drittel, ein Drittel des Korpus bis zur Hälfte besteht aus Muschelahorn. Ja. Ja, ist doch schon mal nice. Ja. Für den Preis schon schön. Ja, nee, vor allem, wenn da wirklich dann am Ende des Tages so eine Decke ankommt. So, ich meine, jetzt haben wir hier, die haben ja Abkommen da mit ihren Holzhändlern und was weiß ich nicht, was alles. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer damit. Ich habe ja den Auftrag, wo ich letztes Mal schon gesagt hatte, da kommt so eine Quilted Maple Decke drauf. Und da tue ich mich jetzt gerade ein bisschen schwer, vernünftige Aufleimer da zu bekommen. Sei es auch nur 6 bis 8 mm, die dann zwar nicht für eine gewölbte Decke reichen, aber für jetzt so eine ergonomische Superstrat dieses Jahr werden soll mit 8 Seiten, ist das mehr als ausreichend, weil das eigentlich nur Zierde ist obendrauf. So, und da kannst du noch ein bisschen, kannst du da noch Konturen reinbringen und all sowas, da reicht das auf jeden Fall aus. Und da tue ich mich jetzt gerade schon schwer, was zu finden unter 250 Dollar. Ja, überleg mal. So. Und dann kommt halt noch der Versand dazu und Einfuhrsteuer und Mehrwertsteuer und Zollgebühren und so weiter und so fort. So, also wirklich so Luthier-Grade Quilt Maple zu bekommen, ist außerhalb der Staaten, wo die Big Leaf Maple, der Zuckerahorn, wo der ja wächst, nativ, ist das echt gar nicht so einfach.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. So. Ja, aber das ist dann deine, quasi die Harley-Benton-Eclipse, ja. Ja, die hat natürlich nur ein aufgeleimtes Furnier, aber sieht auch schön aus. Mhm. Außer auch den 3D-Effekt. Mhm. Ja, und ich sag mal, spieltechnisch und klangtechnisch ist die in Ordnung, ne? Und die kommt noch nicht mal aus Indonesien. Ach. Auch nicht aus China. Ach. Das ist noch die Serie, die sie in Vietnam produzieren ließen. Ah ja. Ja, da hatte wohl Thoman, den, so wie ich das gehört habe, ja auch so ein paar Probleme gehabt. Mhm. Die hatten ja auch hier diese Silverburst. Und in Schwarz, wo dann hier die Oberfläche oben dann so ins Silberne übergeht. Oh. So, und da war wohl die komplette Serie, die da aus Vietnam kam, die waren wohl alle irgendwie, hatten die so kleine Macken. Sodass sie quasi die komplette Charge als B-Ware verkaufen mussten. Und danach sind die dann wohl mit der Produktion nach Indonesien gegangen. Deswegen sind jetzt alle neuen Modelle, aktuellen Modelle, kommen jetzt auch aus Indonesien. Mhm. Habe ich zumindest so gehört. Ob es so stimmt, weiß ich nicht. Aber klang auf jeden Fall sehr überzeugt. Ja, ich finde es auch immer wieder spannend, wie da irgendwie so ohne erkennbaren Grund von jetzt auf gleich einfach psch, alle wollen sie jetzt so einen scheiß Silverburst haben. Ja, das so, hat vor ein paar Jahren irgendwann so Trends, angefangen. Ne? So und jeder will jetzt eine Tom DeLonge haben, obwohl, ich sag mal, vom Blink-182 eigentlich schon seit Jahren nichts mehr zu hören ist. Zumindest sind die komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, machen die überhaupt noch was? Außer ab und zu mal irgendwelche Konzerte. Was, ja, ja, okay. Die machen wieder was. Also ich als Take-Off-Your-Pants-and-Jacket-Fanatiker, ich will nicht sagen, ich bin Blink-Fan, weil die anderen Alben finde ich auch eher so, meh, aber Take-Off-Your-Pants-and-Jacket, das ist genau zu dem Zeitpunkt rausgekommen und ich habe es genau zu dem Zeitpunkt gehört, dass genau dieser Nostalgie-Effekt bei mir einsetzt, wenn ich das Album anmache. Und ich fühle mich auf einmal genauso wie 15, als das Album damals rausgekommen ist. Und bei dem Album muss man halt einfach sagen, Travis Barker, das ist ein Monster-Schlagzeuger, ein Monster-Drummer. Ist das, was der da rausgehauen hat, irgendwie, da war ich ganz erstaunt, irgendwie mir eine Pop-Punk-Scheibe ranzumachen. Und auf einmal höre ich da, was weiß ich nicht, was für ein Scheiß, was der da auf dem Schlagzeug produziert. Das fand ich gut. Ja, und ich war damals eigentlich schon ein evil, edgy Metalhead mit Cannibal Corpse und Cryptopsy und Dying Fetus und all so. Und auf einmal kommt Blink-182 da und ich denke mir so, hoch, was passiert denn da? Ja. Ja. Nee, aber mit dem Silverburst, so wird mir jetzt ja auch hier gerade bei Google angezeigt, die Adam Jones. So, und soweit ich weiß, Adam Jones ist mir eigentlich kein Begriff. Ich meine, das wäre der Gitarrist von Tool. Kann sein, ja. Glaube ich, irgendwann schon mal im Radio gelesen zu haben, als ich durch YouTube geskippt bin und all sowas, haben sie angefangen davon zu schwärmen. Ich weiß, diese Silverburst, wenn das der alte Nitro-Lack ist bei Gibson und all sowas, der wird grün durch das Aging. Mhm. So, und das sieht man ja bei der Adam Jones dann auch so ein bisschen, dass die quasi künstlich geaged wurde, sodass du halt nicht mehr den Silverburst hast, wo es Silber, fast metallisch ist in der Mitte, sondern es wird halt dann Silber mit einem grünen Oberton, als wäre diese Gitarre aus der Matrix, so ein bisschen. Mhm. So. Aber ich, erstens sind Tool scheiße. So, da kann ich mir nicht vorstellen, dass es so viele Fanboys gibt, dass es eine ganze Industrie irgendwie dazu bewegt, auf einmal Silverburst irgendwie ins Programm mit aufzunehmen. Am Ende des Tages ist es ja eigentlich so ein Trendding. So, und das ist ja egal, ob es jetzt um Gitarren geht oder gerade um angesaugte Autos und angesagte Klamotten oder irgendwie so, die entstehen halt irgendwie. So, aber mit dem Silverburst, kann ich mir nicht erklären, warum da mit einmal. Also ist auch nicht so meine bevorzugte Farbgebung, sag ich mal so. Entweder komplett schwarz oder, naja. Oder irgendeine andere Farbe, also dieses Schwarz-Silber muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Ich finde nicht, dass es scheiße aussieht, aber dass da jetzt so ein Hype drum entstanden ist, das ist halt so die Sache, wo ich mich frage, woher? So, das ist ja vielleicht dann wieder so eine Sache für die Zuschauerkommentare. Da wird es bestimmt jemanden geben, der mir genau sagen kann, das war der und der. Ja, haut in die Tasten. Genau, macht das, klärt mich unwissenden Gitarrenbauer auf. Ja, genau. Ja. Ja.
So. Ja, ich war gerade mal drüben und habe mal nachgezählt. Also tatsächlich komplette Gitarren habe ich hier gerade 19 Stück stehen. Und ich dachte, ich hätte habe, schon ich habe hier im Schrank vor mir, also hinter dem Laptop quasi, hinter dem Staubsauger, da liegen noch 8 Hälse. Ich habe da unten 9 Bodies drin. Also und den hier natürlich, den kriegst du ja auch den geilen Body. Ja, den geilen, genau, den einen geilen. Genau, den Spezial-Telebody. Wobei ich dazu sagen muss, die wenigsten davon sind tatsächlich brauchbar. Also ich habe 3 vernünftig. Ich habe auch noch eine Epiphone SG, hier. Fällt mir gerade so ein, die habe ich total vergessen. Auch das noch? G400. Ist das die mit dem kleinen oder mit dem großen Schlag? Mit dem kleinen, aber ich überlege, ein großes zu machen. Oh Gott. Ah, ich mag die mit dem großen. Das ist ja, für mich die einzig auch. Wahre SG. Entweder groß oder gar keins. Entweder richtig oder gar nicht. Nee, aber ich überlege, da ein großes dran zu machen. Muss ich nur gucken, dass ich was Passendes finde und ob das dann auch passt. No. Scheiß auf die Löcher, die siehst du hinterher eh nicht mehr. Eben, gerade wenn du eine größere drauf machst, dann verdeckst du eh alles, was darunter ist. Eigentlich kannst du auch die Tonart immer rausschmeißen. Ja, die kommen sowieso raus, die sind eh scheiße. Also die wird jetzt im Winter nochmal komplett umgebaut. Neue Tonart. Genau, einfach Tonart immer raus, mach einfach ein komplett geschlossenes Pickup drauf und dann machst du ein Piezo-Dingen unter die Bridge. So, einfach ganz ohne Tonabnehmer. Hast du die SG für deine Akustiksimulation? Schön. Ja, du willst den Line daraus machen, ne? Können wir mal machen. Gibt es halt überhaupt so SGs, Sinnline? Nee, das Ding ist ja bei SGs, die sind ja schon von Haus aus sehr dünn. So dünn. Ja. Genau. So. Müsste man auch ein bisschen dicker machen, ne? Ja, aber das verfehlt ja irgendwie, dann bist du ja fast schon wieder irgendwie im Bereich von Frames irgendwie. Die haben, glaube ich, eine etwas dickere und dann geht die ganze Ästhetik, die man irgendwie so mit der SG verbindet, geht dann flöten, wenn du dann so einen fetten Korpus da dran hast. Na gut, das also, ist auch wieder so ein Also es ist zumindest ungewohnt. Definitiv. Also von Bernie oder Burns, ich weiß nicht mehr genau, wer das hatte, aber die hatten auch so einen SG-Verschnitt, irgendwie Büffel oder Bullhorn oder irgendwas in der Richtung haben sie genannt. Und die hatten die Hörner oben nicht wie bei einer SG, die ja relativ gerade noch nach oben gehen, also einen leichten Knick nach innen haben, zurück zum Hals, gehen die wirklich so nochmal ein gutes Stück nach innen. Ah, ja, ich glaube, doch, ich habe da sowas vor meinem inneren Auge. Ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Ja, die sehen irgendwie so ein bisschen aus wie eine SG auf einem Acid-Trip. Also irgendwas ist da ganz skurril. Irgendwas ist da schief gelaufen, glaube ich, als die Dinger gefräst haben. Aber ich muss ja auch einen Grund geben, warum Leute keine Gitarren mehr bauen, warum die Firmen bankrott gehen. Ja, das wäre vielleicht so ein Grund. Ja, er hat meistens Gründe. Ja. Definitiv. Ja. Also nichts Brauchbares da bei dir momentan. Ne, also ich habe 3 oder 4, lass mich kurz überlegen, 1, 2, 3, 4. Ich habe 4 vernünftig spielbare Gitarren und eine davon ist ein Bass. Also 3 Gitarren und ein Bass. Reicht ja zur Not auch. Ja, und das ist so lustig, weil ich baue mir hier die ganzen Gitarren zusammen und was weiß ich nicht, was alles. Ich spiele auf einer GSA 60 von Ibanez. Die hat meine Frau damals für 60 Euro gebraucht auf eBay Kleinanzeigen geholt. Das ist mit meine Lieblingsgitarre. Ja. Ja, ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Also wirklich die günstigste GU, die du kriegst in dieser SA-Form. SA 60 irgendwas, GSA 60. Weil es Gio, genau. Also die finde ich ganz gut, wenn es halt quasi um den Strat-Verschnitt geht. Und wo ich halt drauf stehe, ich habe ja kleine Mädchenhände. In diesen beiden Händen sammle ich die geballte Kraft eines neugeborenen Mädchens. So, und dementsprechend brauche ich auch eigentlich kleinere Mensuren. Ich persönlich stehe auf 24 Zoll. Das ist jetzt wieder eine Ausrede mit den kleinen Händen. Ja, ich kriege die Pfoten nicht so bald auseinander. Ja, so, kennst du hier auf YouTube? Von Haus aus bin ich ja eigentlich Drummer. So,
Und mit der MS, da ging das dann mit dem Drum nicht mehr so gut. Und dann habe ich angefangen, mich extremer wieder in Gitarre und Bass rein zu versetzen, vor allem Bass. So, und weil Bass ja ein bisschen länger noch als Gitarre ist, so grob 10 Zoll in der Gesamtmensur, ja, kam mir das da sehr entgegen, dass ich von GTX Kamann, a.k.a. Ovation, die hatten da ja, habe ich glaube ich schon mal was drüber gesagt, Kamann, Ovation, die hatten da dann ihre GTX Applause Celebrity Sachen hatten sie damals gebaut. Und das sind so meine Favoriten, weil der Bass, der hat 32 Zoll. So, ist also nicht ganz Short Scale, ist aber auch kein Long Scale. So, und die Gitarren sind bei 24 Zoll in der Mensur. Ich habe da oben also eine 24 Zoll Strat rumstehen. Das kommt mir sehr entgegen mit meinen kleinen Mädchenhänden. So, man merkt das echt, das ist unglaublich, was das auf einmal für einen Unterschied macht. Ich bin bis heute noch nicht dazu gekommen, die Tonabnehmer nochmal neu zu verdrahten oder auszutauschen, weil die hatten Wackeligen. Und zwar so doll, dass ich die nicht mal anschließen kann, um damit anständig zu spielen. Weil wenn ich den Poti angucke, dann krackst das einmal und dann ist das Signal weg. Ja, das hört sich an, als wenn da so einige Kabellose wäre, ne? Nee, sind einfach nur tote Lötstellen. Ja, oder so. Da ist irgendwie, sind die oxidiert über die Jahre und da ist jetzt nichts mehr da. Danke, Handy. Machen wir wieder aus. Und ansonsten habe ich hier noch, was ist das, eine Jackson Kingvie. Die ist auch spielbar, aber mit der spiele ich nicht gern. Und der Bass ist halt, wie gesagt, auch von GTX. Genau, also. Ja, klein, aber fein. Also ich habe theoretisch irgendwie so an die 30 Gitarren insgesamt hier, mehr oder minder komplett, aber ich habe davon zwei, die ich wirklich benutze. Also, ja. Das sehr ausschweifend zu der einen Zuschauerfrage. Ja, kommen wir sofort zur nächsten, von Eisen Nightmare. So, ist aber auch ganz interessant, vor allem für dich. Wann sollte ein Hals geschraubt und wann geleimt werden? Bezogen auf zum Beispiel Haptik und Sustain, schreibe ich. Nee, Sustain, natürlich. Mhm. Ja, ist eigentlich, eigentlich schnell beantwortet. Kommt ganz drauf an, ja, da kommt ganz drauf an, wie viel du bereit bist, dir selber einzureden. Also, ja, ist so. Die mechanische Variante des geschraubten Halses ist für mich einfach die vernünftigste Methode, um so einen Hals zu konstruieren, weil wenn da irgendwann mal was mit schief geht, schraubst du ihn ab, machst einen neuen dran und brauchst oder keine neue Gitarre. Oder machst einen Schimm da drunter oder wie auch oder immer. Oder machst einen Schimm da drunter, ganz genau. Da hast du nahezu unendliche Möglichkeiten, das Ding wieder einzustellen und auch wieder zu personalisieren. Geht ja nicht nur um das objektive Einstellen der Gitarre, sondern auch um das subjektive Empfinden dabei. So mit einem eingeleimten Hals oder Neck-Through oder irgendwie sowas, da kommen so viele Faktoren dazu, dass du Gefahr läufst, echt, dass da irgendwas sich verzieht oder irgendwas läuft scheiße, irgendwie der Mitarbeiter ist auf dem falschen Fuß aufgestanden oder sowas, hat sich da morgens irgendwie die Fotze an der Türkante gestoßen oder irgendwie sowas. Und dann kannst du die Gitarre nämlich wegschmeißen. Ja. Dann brauchst du eine neue Gitarre, weil wenn da einmal Verzug drin ist, wenn sich das einmal gewarpt hat oder irgendwie so, da kannst du 6 Truss Rods reinmachen, da kriegst du halt nicht mehr anständig hin. Ich hatte noch letztens vor kurzem noch ein Video gesehen auf YouTube, da hatte sich einer in den USA die Harley Benton EX58. Also die alte Explorer 58er hier mit dem Naturbody und ich glaube die goldene Hardware, der weiße Pickard, glaube ich, bestellt. Ja, und da war der Halswinkel war nicht steil genug. So, und er musste die Brücke quasi bis runter auf den Korpus schrauben und hatte trotzdem noch eine relativ hohe Seitenlage in den hohen Lagen. Na, das lag aber, wie gesagt, daran, dass der Hals halt zu gerade zum Korpus war. Naja. Und wie gesagt, wenn es ein geschraubter Hals ist, dann macht man da Shims drunter. Ja, dann hat man halt einen etwas steileren Winkel und kann dann flacher gehen. Aber wenn der geleimt ist, machst du da gar nichts mehr. Ne, nee, das ist richtig. Also ist natürlich irgendwie jetzt so eine, gibt ja genug Leute, die sich so ein Ding dann quasi einfach nur an der Wand hängen wollen, aber so wirklich spielen, wenn wir ehrlich sind, tun sie dann nicht. Oder ja, als Deko ist die okay, ja, auf jeden Fall. Ja,
So, und wenn man jetzt Wert auf vernünftige Deko legt, dann muss man natürlich sagen, dass so ein geleimter oder durchgehender Hals natürlich deutlich schicker aussieht. So, man lässt sich ja gerne auch dann irgendwie beirren von den Specsheets und all sowas. Man guckt sich dann die Produktfotos online an oder sowas, wenn man nach neuen Gitarren guckt. Gerade wenn die Investition vielleicht auch wehtut, wenn man da jetzt irgendwie eine Gitarre sich raussucht für 800, 900 Euro oder so, das ist ja nicht wenig Geld. So, und dann will man natürlich auch, dass die Gitarre funktioniert. So, und so nahe dran an perfekt ist, wie das Geld gerade eben ermöglicht. So, und dann fängt man an, sich einzureden, ja, aber wenn ich dann in den hohen Lagen spiele, dann ist dieser dicke Halsklotz im Weg. So, wenn das ein geschraubter Hals ist. Hast du natürlich bei einem durchgehenden vor allem gar nicht mehr das Problem. Da hast du dann häufig bis über den 24. Bund hinaus dann noch hinten weggeschliffen. So, aber wenn ich jetzt mal hier kurz einen kleinen Schwenk zu der einen geilen Gitarre hier mache, da habe ich hier hinten so viel Material runternehmen können. Hier stehen noch 20 mm an der Halstasche. So, das ist genauso viel wie bei jeder Fender oder Squire oder was auch immer. Das ist mehr als massig Halt, den du dadurch hast. So, aber ich habe hier unten dann so viel mit Material weggenommen. So, das sind fast 10 mm, die da weg sind. Also 1 Zentimeter, den der Korpus da einfach mal so einen Knick nach innen macht. So, da kommst du mit der... Was für Finger willst du haben? So, gehen wir mal davon aus, du hast hier den Daumen hinten dran. Und wenn man sich überlegt, guck mal, ich bin hier jetzt zwischen den beiden Tonabnehmern, wenn ich da so rübergreifen würde mit einem kleinen Finger. Ja. Wen kennst du, der im 24. Bund spielt? Ja, vor allem auf einer Telecaster, die eh nur 21 Bünde hat, ne? Ich glaube, Joe Satriani hat 2 Lieder, wo er mal im 24. Bünd ein Flageolet haut. Ja, und das Schöne bei den Ibanez ist ansonsten, ja, da ist ja auch alles schön abgerundet. Also da zieht die Ausrede ja eigentlich auch nicht mehr, ne? Ja. Und Ibanez sind ja da nicht die einzigen. Ich glaube, die wenigen, die halt immer noch so eckig machen, das sind eigentlich Fender und Squire. Alle anderen macht das ja schon ein drunter. Es ist natürlich schöner, sich das anzugucken, und in der Theorie ist das auch alles besser, aber die Frage ist immer, inwiefern tangiert es einen tatsächlich? Und ich muss sagen, mittlerweile, ich kenne das ja auch von früher, so die Suche nach der perfekten Gitarre für das wenigste Geld. So, ich wollte halt quasi so die eierlegende Wollmilchsau in Gitarrenform. Und das gibt es halt nicht. So. Irgendwas ist immer. Und was ich mittlerweile viel mehr zu schätzen weiß, sind die Einschränkungen, die die Gitarre mir entgegenwirft. Weil diese Einschränkungen, die ich bei so einer Gitarre habe, nimmt man sich jetzt mal zum Beispiel eine Telecaster, ohne die ganzen Konturen da dran und all sowas, einfach nur so ein dicker Block Holz. Es ist unbequem, sich damit hinzusetzen, damit zu spielen. Aber dadurch, dass das so unbequem ist, muss man kreativ in der Handhabung mit dem Ding werden. So, und das führt wiederum zu musikalischen Ergebnissen im Vergleich zu, ja, da sitzt jetzt alles perfekt, was soll ich jetzt machen? Spiele ich einfach die Blues-Pentatonik langsam hoch und runter. Genau. So, und reg mich dann darüber auf, dass meine Hände nicht anständig synchronisieren. Ach komm, egal, legst du beiseite, kannst du morgen nochmal üben, jetzt gucke ich erstmal Stranger Things oder irgendwie sowas. Ja, das ist nämlich in aller Regel, so. Genau. Also ich bevorzuge es quasi, die Einschränkungen zu schätzen, die so eine Gitarre mit sich bringt. Egal welche Form das ist, jede Gitarre hat in irgendeiner Form andere Einschränkungen oder Vorteile, Nachteile gegenüber anderen. Und ich finde es geil, wenn man gezwungen wird, kreativer an das Instrument heranzugehen, weil dann entstehen auch die besten Ergebnisse, seien es musikalisch oder in Bezug auf die Erfahrung mit dem Instrument. Stimmt. Also, ja gut, genau. Das zum Thema also Haptik. Also ist eigentlich nur, wenn du einen geschraubten Hals geil findest, dann findest du ihn geil, dann nimmst du ihn. Wenn du den zum Kotzen findest, dann kann ich sagen, was ich will. Dann werde ich dich nie von einem Neck-Through oder von einem Set-Neck wegkriegen. Ja, und was nimm jetzt das, so was denn dich inspiriert. So. Kauf dir die Gitarre, wo du selber Bock drauf hast, die in der Hand zu nehmen und zu spielen. Und scheiß drauf, was die für Specs hat.
Brünnel ist das richtig. Wenn eine Stack ist von 30 Euro auf eBay, dann nimmst du die Stack von 30 Euro auf eBay, die objektiv das letzte Stück Brennholz ist. Ja, aber wenn du sie geil findest, setzt du dich hin und spielst damit. Und das ist das Wichtigste. Da ist es egal, was das Papier hergibt. Ja. Ja, nochmal zum Thema Sustain. Da wird ja auch immer gerne gesagt, dass so eingeleimte Gitarren mehr Sustain haben. Ja, ich habe jetzt mal so bei diversen Gitarrenbauern geguckt und auch meinen Carvos gefragt und so weiter. Die sagten im Prinzip alle unabhängig voneinander, fest ist fest. Ob der jetzt geschraubt oder geleimt ist, der Hals ist fest. Ja. Wenn es fest sitzt, sitzt es fest und dann werden Schwingungen übertragen. Ja gut, wenn du jetzt natürlich einen Hals hast, der ein bisschen lose in der Halstasche ist, dann kann das natürlich vielleicht schon so ein bisschen nachteilig sein, weiß ich nicht so genau. Aber wenn der so bombenfest drin sitzt, so wie der Hals, den du jetzt da in der perfekten Telebody da eingebaut hast, der saß ja auch richtig fest. Ja, und es gibt auch von Ola Englund ein Video, wo er drei seiner Gitarren, also dreimal das gleiche Modell, mit dem Unterschied, die eine hatte einen geschraubten Hals, einen geleimten Hals und einen durchgehenden Hals. So, und bei den ersten beiden Modellen, als er die miteinander verglichen hat, hast du da keinen Unterschied gehört. Er selbst hatte auch nichts gehört. Der Unterschied kam erst bei der Gitarre mit dem durchgehenden Hals. Also bei durchgehenden Hälsen, da macht das so klanglich und systemmäßig doch noch einen Unterschied. Aber geschraubt und geleimt, da war wirklich kein Unterschied. Ja, vor allem ist ja dann auch nochmal der Unterschied, was kommt raus aus dem Instrument, also am anderen Ende des Kabels, was hört man da noch und was nimmst du selber als Spieler wahr durch die Vibration, die das Instrument als solches mit sich bringt. Und da ist es natürlich so, dass ein Neck-Through in aller Regel deutlich mehr Vibration überträgt und an einem selber, am Spieler selber schwingt. Ja, so individuell. Es fühlt sich besser an in dem Moment, wenn man damit spielt. Das ist natürlich so dieses Individuelle, da fühlt ja jeder anders. Das ist ja genauso wie mit Geschmäcker. Ob da am Ende was von noch am Verstärker ankommt oder aus dem Lautsprecher rauskommt. So. Also ich unterstelle jetzt einfach mal, wirst du in einem Spektroskop, wirst du das vielleicht irgendwie ausmachen können. Aber wenn überhaupt. Also im Grunde ist das eigentlich ja eher schon fast so eine Glaubenssache, aber so, wenn man sich das mal so anguckt, eigentlich Jacke wie Hose, geschraubt oder geleimt. Wie gesagt, geschraubt hat natürlich so seine Vorteile, wie du schon richtig sagtest. Ne? Gut, ich denke mal, damit hat alle seine Vorteile. Also ich glaube, am Ende des Tages ist einfach nur der persönliche Geschmack entscheidend. Und wenn du Bock auf das Instrument hast, das ist das ausschlaggebende Kriterium. Du musst Bock haben, dich mit deiner Gitarre hinzusetzen. Du musst Bock haben, die Gitarre zu spielen. Und da ist es völlig egal, ob du Bock drauf hast, eine geschraubte Gitarre dir zu schnappen oder eine mit durchgehendem Hals oder was auch immer. Wichtig ist, du hast Bock drauf. Das ist die Hauptsache. Du hast Spaß an dem Instrument. Genau. Punkt. Mic drop. Ja. So. Können wir aufhören für heute, ne? Nee, wir haben noch, alle guten Dinge sind drei. Eine hätten wir noch. Ah, ja. Vom Jonathan. Den kennst du ja mittlerweile auch. Ne? Der möchte ja, glaube ich, die 8-Seiter haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Wäre es für die Zukunft eine Idee, mal Gitarrenbaukurse anzubieten? Ja. Also im Grunde genommen könnte ich fast eigentlich einen ganz eigenen Javelin Guitars Podcast machen, um da über alle Business Insider Geschichten und all sowas zu sprechen, die ich da angedacht habe. Also ich habe oben liegen, das ist glaube ich ein 60-seitiger Businessplan mit allen möglichen Sachen, die geplant sind für die Zukunft, was ich alles machen möchte und so weiter und so fort. Und ein großer Teil davon wird definitiv auch sein, Kurse vor Ort. Anfangs erstmal anfangs keine Gitarrenbaukurse, weil es wird eine ganz prekäre Situation, sobald Leute von außerhalb in meine Werkstatt kommen, wenn die Geräte an sind. Das fängt dann zum Beispiel schon damit an, wenn du brauchst dich nur in der Ecke stellen und ich schleif mal eben über den Korpus. So. Dann dürftest du nicht mehr in der Werkstatt sein, weil ich habe hier nur Absauger
mit Staubklasse L. So, das heißt, die sind nicht in der Lage, die Partikel fein genug zu filtern, auf dem Papier, dass du unbedenklich in der Werkstatt stehen kannst, als Außenstehender. Was ich als Selbstständiger mit meiner Gesundheit anstelle, das ist mir selber überlassen. Aber sobald Kunden in meiner Werkstatt sind oder Angestellte, gelten die Anforderungen und Auflagen der BG. Oder Schüler oder was auch immer, genau. Also, was ich anbieten kann, ohne mich jetzt komplett neu einrichten zu müssen. Und ich bin ja froh, dass ich die Einrichtung habe und benutzen kann, die ich jetzt aktuell hier habe. Was ich anbieten kann und werde, da bin ich gerade schon im Gespräch mit der VHS hier vor Ort, in Siegen zumindest schon mal, dass ich da so Setup-Kurse mache in Kleingruppen von 15, 20 Leuten. Da komme ich dann in die Räumlichkeiten von der VHS so oder so was. Genau, so, und da kann man sich dann einmal von mir erklären lassen, als hätte ich Ahnung davon, wie man so eine Gitarre richtig einstellt. So, worauf man da achten muss, welche Bauteile da zu tragen kommen und so weiter und so fort. Und da dann unter Anleitung entsprechend auch dann die eigene Gitarre mitbringen oder halt auch, eigentlich genau das nur. Die bringen ihre eigene Gitarre mit, ich stelle sie denen ein, aber ich habe hier meine eigenen Werkzeuge, mit, wo sie dann mal mitarbeiten können. Die eigene Bundpfeile, so Notch, Straight Edge und so weiter, damit sie diese Werkzeuge mal kennenlernen, weil das eigentlich nichts Exotisches sein sollte, sondern sollte bei jedem Gitarristen eigentlich da sein. Und ich bin der Meinung, jeder Gitarrist sollte in der Lage sein, solche kleinen Arbeiten auch selber vornehmen zu können. Oder zumindest definitiv, zu wissen, wie solche Arbeiten funktionieren, damit man selber das Instrument einstellen kann. Oder weiß, wo höre ich auf, an dem Instrument rumzudrehen oder wann lasse ich einen Profi machen. Ja, ja, gerade genau, wenn man also das viel soll unterwegs auf jeden Fall ist mit kommen. Seiner Gitarre und sollte man auf jeden Fall wissen, wie man den Hals vernünftig einstellt. Weil je nachdem, wie warm oder wie kalt das dann immer ist in den Regionen, wo man sich gerade aufhält, kann sich so ein Ding ja auch mal schnell verziehen. Ja, und für und, viele Leute ist der Trustwort... Wenn man dann abends einen Gig spielt ja, und dann eine Stunde vorher feststellt, oh, ich habe jetzt hier aber eine ziemlich hohe Seitenlage, weil der Hals sich wieder so ein bisschen gedehnt hat, dann mal eben auf die Schnelle so einen Gitarrenbauer zu finden, das klappt wahrscheinlich auch nur in den seltensten Fällen. Es sei denn, man hat so eigene Gitarre-Tech mit dabei, okay, das ist was anderes, aber ja, die meisten haben ja keinen. Ja, und bei den meisten Leuten habe ich so den Eindruck, wenn eine sichtbare Schraube nicht so ein komisches Kreuz da drauf hat, ist jetzt schon wieder fast ein Brief mit 7 Siegeln. Da traue ich mich dann nicht dran. Oh, nein, das lasse ich lieber. Da mache ich nachher noch was mit kaputt. Leute, jede Schraube, die ihr an der Gitarre seht, sehen könnt und auf die ihr irgendwie Zugriff bekommt, könnt ihr mal dran rumdrehen. Guckt mal, was passiert. Merkt euch, wie weit ihr gedreht habt und dreht im Zweifel wieder genauso zurück. Aber dreht mal dran. Guckt mal, was passiert, was sich an der Gitarre verändert. Da könnt ihr nichts kaputt machen. Ja gut, beim Truss Rod müsst ihr schon aufpassen, dass du den nicht zu sehr anziehst oder so. Ja, aber wenn du so einen Truss Rod so doll anziehst, dass der kaputt geht, dann ist dir auch nicht mehr zu helfen. Ja, okay, das stimmt auch, ja. Ja, also. Ne, also nach fest kommt ab, ne? Das solltet ihr euch merken. Ja. So, und fest heißt nicht mit den Beinen gegenstützen und dann mit dem ganzen Körper irgendwie dran ziehen. Ach, geht noch. Nee, das ist schon. Das ist schon immer schön, auch so mit so einem Rohr verlängern, so einen Meter. Genau, genau. So. Ja, jetzt geht aber hier. Bitte. So. Genau, mit dem Seil festgebunden, ich halt die Gitarre, Schatz, gib mal Gas, alles klar. Ja. So, festgezogen. Von Ochsen nee, also so nicht. Nee. Aber dreht an den Schrauben, guckt euch an, was passiert, da kann nichts kaputt gehen. So. Und wenn doch, dann ist das eine Sache für Garantie und Gewährleistung, weil dann war irgendwas mit der Gitarre nicht in Ordnung. Ja. Oder geht zu Kevin in den Shop und lasst euch die Gitarre reparieren. Genau. Oder behaltet YouTube und ja, natürlich. So. Oder behaltet javelinguitars.de im Blick, wo ich alle paar Jubeljahre mal was reinschreibe und garantiert, wenn es soweit ist, dass ich die VHS-Kurse oder Abendkurse, wie auch immer, dann anbieten werde. Wenn es soweit ist, gebe ich bekannt, dass es stattfinden wird und dann könnt ihr euch dann mit reichlich Vorlauf dort anmelden. Ja. Ja, hast du auch schon mal so über so Videokurse nachgedacht? Die sind ja momentan sehr gefragt.
Ich habe, wie gesagt, ich habe das Manuskript oben liegen, die 60 Seiten Propagandamaterial, wie ich die Weltherrschaft erlange. Aber das Pamphlet. Es fehlt jetzt aktuell einfach nur an Zeit. Genau. Es fehlt gerade echt einfach nur an Zeit. Ja, kenn ich. So, ich bin ja jetzt aktuell noch im Vollzeitjob noch beschäftigt, an der Schule arbeite ich ja. So, und habe dann 1,5 Tage die Woche planmäßig, wo ich dann hier in der Werkstatt kann. Das ist der Samstag. Und jetzt aktuell ist es noch, was ist es, Dienstag nachmittags. So, das sind also insgesamt, lasse 10-11 Stunden die Woche sein oder sowas, wo ich dann mich tatsächlich mal hier irgendeine Werkstatt stellen kann. Und wenn man sich mal meine Videos angeguckt hat, dann wird man feststellen, dass viel Zeit davon dann drauf geht, aufzuräumen. Gut, damit hätten wir die Zuschauerfragen durch und wären dann auch schon wieder fast, jetzt haben wir schon wieder fast eine Stunde rum, wa? Ja, das geht zügig. Ungeskriptet heute mal. Wir haben uns nicht auf irgendein Thema geeinigt. Also nee, heute einfach mal so spontan. Genau. Also ich kann, glaube ich, verraten, dass ich für nächste Woche oder übernächste gegebenenfalls mal so einen Gastbeitrag hätte, den man da eventuell einrichten könnte. Ach ja, müsste man stimmt, mal die Details besprechen. Mhm. Genau. Ich selber habe ja hier keine Möglichkeit zu lackieren, also nicht groß. Also ich kann pinseln und ich kann rollen, aber was am Ende des Tages auch keine allzu große Rolle spielt. Das sieht trotzdem gut aus, aber ich kann halt nicht sprühen. So, ich habe halt keine Möglichkeit der Absaugung und also gerade mit dem Kleen, der oben rumrennt, möchte ich hier nicht die ganzen Aerosole rumfliegen haben. Nee, ist verständlich. Und deswegen, ich habe für den Bedarf des Lackierens einen Lackierer an der Hand. Das ist der Jan, heißt er. Der arbeitet auch bei, jetzt wollte ich gerade Tanglewood sagen, aber wie heißen sie nochmal? Lakewood. Bei Lakewood arbeitet der, genau. Der macht da die ganzen Custom-Geschichten, lackiert er da in der in der Fabrik. So, es macht also wirklich, wirklich gute und schöne Sachen. Er hat so ein paar kleinere und ein paar größere Bauern und Kramer, die er hier bedient im deutschsprachigen Raum. Da wird auch viel jetzt auf dem diesjährigen Guitar Summit wird dann sein. Viele der Gitarren, die man dort dann sehen kann, von einigen deutschen Herstellern, wurden von ihm lackiert. So. Der macht also wirklich, wirklich gute Sachen. Ich habe jetzt zwei Projekte, die ich in absehbarer Zeit an ihn schicken werde. Und wie gesagt, wenn Kundenbedarf ist für irgendeine spezielle Lackierung, dann gebe ich das auch in aller Regel dann dankend auch an ihn ab. Der macht da wirklich gute Sachen. Und der hat Interesse bekundet, hier sich vielleicht auch mal mit hinzusetzen, ein bisschen Scheiße zu labern. Ja, also, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt. Ne? Genau. Lackierer. Instagram so. Oder in die Kommentare. Ne? Genau. So, ach so. Nitro. Dann. Nitro. Macht den Ton komplett anders. Nitro-Lack. Oh mein Gott. Ja. Ja. Wäre so ein Thema. Ja, genau. Der gute Nitro-Lack. Kleine Umweltsünde, aber klingt halt gut, ne? Der Tonlack. Ja gut, du hattest ja das Video bei dir hochgeladen. War da bei dir in den Kommentaren noch irgendwie was so fragentechnisch? Oder ich habe da jetzt gar nicht mehr nachgeguckt. Ich gucke jetzt gerade noch mal rein. Also nichts, was mir jetzt spontan einfällt. Also sind ja reichlich Kommentare, wie gesagt, da. Ich muss mal eben gucken, was ich hier jetzt so spontan finde. Ja, ansonsten kann ich ja noch so ein klein wenig Werbung hier machen, weil der Kevin hat nämlich auf seinem Kanal in seinem letzten Video verlost er einen Body und da braucht er noch ein paar Likes und ein paar Kommentare. Stimmt, das mache ich ja auch. Da fehlt noch so ein bisschen was, also wenn ihr da noch nicht geliked und kommentiert habt, aber einen selbstgebauten Gitarrenbody gewinnen wollt, also einen, der so toll ist wie der Geile, der da in der Ecke steht, dann haut rein. Ja, den sieht man, da sieht man ja jetzt nicht viel von. Müsstest du vielleicht nochmal in die Kamera. Ja, also hier auf meiner Kamera sieht man den. Ach so, du hast ja die andere Kamera. Webcam ja. Nicht. Ja. Ah, okay. Ja, also da ist er. Genau, also es läuft noch weiter.
Ich hatte ja gesagt, die 100 Likes wollte ich auf dem Video voll haben. Ja, da würde ich mich auch gar nicht runterhandeln lassen. Bei, ne? Wir sind auch gerade bei 90. So, ja, also, das ist also echt nicht mehr viel. Also guckt euch das an, verbreitet es weiter im Netz, macht euch einen Screenshot, druckt den aus und verteilt den auf der Schule oder sonst irgendwas. Gebt den an Arbeitskollegen weiter. Ja. Lasst euch ein T-Shirt drucken, macht, was auch immer ihr wollt. Wenn die 100 Likes voll sind und ich das nächste Video hochlade, dann werde ich den Winner announcen und da gibt es dann eine schöne Custom Body gibt es dann. Also keine Gitarre, es gibt ein Body. So. Genau, das ist so der Plan. So. Ja. Und auch da ist wieder so die Sache, ich würde sowas viel lieber noch viel öfter machen. So. Aber dafür fehlt jetzt gerade irgendwie auch noch so ein bisschen das nötige Kleingeld. Gerade wenn ich noch hier dabei bin, die ganzen Sachen hier einzurichten und all sowas. Also wenn ihr das gut findet und wenn ihr mir ermöglichen wollt, euch noch mehr solche Gitarren zu schenken, so, dann guckt gerne mal in der Videobeschreibung oder auch bei Spotify gibt es ja eine Videobeschreibung. Da habe ich Links zu unseren Ko-fi-Seiten reingepackt. Da könnt ihr nochmal eine Kleinigkeit in eine Kaffeekasse schmeißen und all sowas. Und wenn sich das ein bisschen läppert, dann ist da durchaus schon mal so das Material für so ein Body drin. Also das geht relativ flott. So ein Body ist nicht wirklich teuer. Also Material, so. Für den habe ich jetzt effektiv 10 Arbeitsstunden gebraucht. Das ist natürlich das, was ich jetzt erstmal rausnehmen muss. Ich kann aktuell meine eigene Arbeitszeit nicht wirklich anständig berechnen. Den aber 10 Arbeitsstunden braucht so ein Body. Genau. Inklusive so, Nahtoderfahrung. Inklusive Nahtoderfahrung. Aber sind noch alle Finger dran. Noch. Ja, sehr froh. Ja. Aber ja, sehr froh, dass er mich jetzt in die Magengrube gekriegt hat, als er weggeflogen ist. Das wäre auch nicht schön geworden. Ja, das ist ja das Schöne, du stehst ja gerade davor und führst das Ding dann irgendwie da ran, dann kann es ja eigentlich nur von dir weg. Also ist ja wie der Carvus mir ja auch dann nochmal irgendwie breit erklärt hat, eigentlich kann da nichts passieren. Aber du hast halt trotzdem irgendwie so einen sich schnell drehenden Todbringer gefühlt, irgendwie der aus dem Tisch rausguckt. So, und wenn du da irgendwie in die Nähe kommst oder so, war es das mal mit Handhaben. Vor allem, wenn man dann noch vorher die Videos von Jonas Winkler gesehen hat, wo der da Wiener Würstchen in seinen Fräser steckt und was dann da passiert. Mhm. Ne? Ja, und ja, vor allem, wenn man sich einfach mal überlegt, ups, ich hole hier mal nur mal so ein paar beispielhafte Dinger hier raus. Sind hier noch mehr weggeflogen oder was? Nee, aber das hier ist jetzt zum Beispiel ein Fräser, den ich benutzt. Genau. Das ist jetzt so ein Bündigfräser mit Kompressionsschnitt. So, der hat einen 8 mm Schaft, ich glaube 12,7, also einen halben Zoll Durchmesser. Ich halte ihn hier vorne auch nochmal in die Kamera. Ups, das ganze Thema sieht dann so aus. 8 Zoll Schaft, 12,7 mm Durchmesser. Das ist dann ein Fräser. Der dreht sich mit schnell. Mit dreht er sich? 25.000 Umdrehungen, ja, 21.000, ne? Genau. So. Und die Dinger zerhäckseln einem halt das Holz und da bleibt eine absolut glatte Kante am Ende übrig. Also die Dinger sind schon brutal, selbst die kleinen. So, und was ich benutze, um die Bodies zu fräsen, die Kontur, ist sowas hier. So, der Größenvergleich. So, ist dann nicht mehr so, sondern ist dann plötzlich so. So, der hier hat einen Schaft, der ist so groß wie der Fräserdurchmesser von dem Kleen hier. Und ich glaube, 18 mm hat der als Durchmesser für den Fräser, so der dreht sich ein bisschen langsamer, also von der Maschine dreht er sich ein bisschen langsamer. Du hast natürlich den größeren Durchmesser, wodurch die Schnittgeschwindigkeit am Ende trotzdem natürlich die gleiche bleibt oder vielleicht sogar noch schneller ist, aber ist brutal. So. Und wenn du so einen Gitarrenbody fräst, musst du halt auch alle Schutzvorrichtungen, die sonst an so einem Frästisch dran sind, abmachen,
weil du sonst nicht die Konturen des Bodies abfräsen könntest. So. Du bist ja, also du quasi ja nicht nur schutzlos eine gerade diesen lange Kante, sondern das ist ja ein rundes Teil, was du drehen und wenden musst. Ja. Du bist dann quasi zwangsläufig schutzlos diesem Todesbringer irgendwie ausgesetzt. So. Und ist halt beängstigend. So, aber ich habe jetzt auch endlich den alten Frästisch von Scheppach aussortiert. Müsste morgen oder übermorgen dürfte meine Bestellung. Ich habe im Sauter-Shop habe ich mir nochmal die Triton-Oberfräse bestellt, die TRA 001. Okay. 2400 Watt anständig für Untertischmontur. Und dazu dann noch den Sauter-Frästisch-Einsatz, sodass ich den dann tatsächlich hier vorne in meine Werkbank einbauen kann. Und da werde ich dann einen anständigen Frästisch dann haben, mit dem ich die Sachen dann bearbeiten kann. Wo dann auch aller Voraussicht nach zumindest sehr viele Faktoren rausgenommen werden können, wo jetzt aktuell irgendwie im Raum steht, oh, könnte es daran eventuell liegen, was da schiefgegangen ist? So, weil das Ding von Scheppach, das ist nee. Ja. Nicht toll. Nicht toll. Nicht dafür. Also, nee. Aber es ist halt so ein Ding irgendwie, und da kann man ruhig auch vielleicht mal irgendwie zur nächsten Podcast-Folge auch nochmal irgendwie, könnte ich jetzt mal unterstellen, ein mögliches Thema könnte ja sein, Werkzeuge. Weiß ja nicht, ob du da irgendwas hast, also allein mit deinem Fretkisser hast du ja schon mal irgendwie so ein paar Erfahrungen, die du da irgendwie dann von dir geben kannst. Ja. Genau, also mit Werkzeugen habe ich ja den ganzen Tag hier irgendwie zu kämpfen und da kann man bestimmt auch nochmal ein oder andere Wort zu verlieren. Gut, aber nächstes Mal machen wir erstmal Farbe, ne? Ja, wenn der Jan sich bereit erklärt, aber das wären ja, alles Möglichkeiten. Ja, okay, muss natürlich auch die Zeit und alles muss natürlich passen. Genau. Ja, ist richtig. Ja. Wären alles Möglichkeiten. Man kann über Werkzeuge reden, man kann über Lack reden. Ja, und ich glaube, der Jan, der hat hier und da schon mal ein bisschen Lack gesoffen, der kennt sich also aus. Ja, das ist, wie gesagt, das ist auch so ein Thema, da habe ich sogar keine Ahnung von. Ja, wie willst du auch sonst wissen, ob der Farbton richtig ist? Musst du einmal kurz dran nippen und dann merkst du, ah nee, das ist jetzt 5% zu wenig rot. Ja, also genauso wie die Ludolfs, die immer das Motoröl probiert haben, um zu gucken, ob das noch gut ist. Ne? Genau. Ah genau. Ja, 5W40, alles klar. Passt. Ja. Gut, okay. Ja, wie viel haben wir jetzt? 8 Stunden erst, ne? Mhm. Können wir noch ein paar schlechte Witze erzählen? fühle ich mich jetzt ein bisschen irgendwie... Ah, da muss ich überlegen. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass ich Witze erzählt habe. Ach, das ist bei mir auch schon Ewigkeiten her. Also. Also so richtig effektiv Witze erzählen. Also ja. Ich höre viele Witze, aber das sind meistens dann von irgendwelchen US-amerikanischen Comedians. Und das ist dann eigentlich mehr eine Geschichte erzählt, die erzählt wird über 15 bis 20 Minuten. Ja. Und dann gibt es mehrere Punkte, die dann zum Schreien sind. Ja, treffen sich zwei Gitarristen, sagt der eine, ich habe mir einen Duden gekauft, sagt der andere, boah geil. Und, wie klingt der? Ja, ich weiß, der ist flach, aber auch gut. Ja, nee, komm, das wird. Was sagt meine Frau immer wieder mal, so, warum steht ein Pilz im Wald? Ja, weil Tannen zapfen. Ja, okay. Ja. Ja, den muss man aber erstmal so ein bisschen wirken lassen. Ne? Ja, das ist also. Nee, also. Geht kaum mal zum Friseur, kommt wieder raus, ist sein Pony weg. Ja, haha, ganz lustig. Ja, auch ganz schlecht. Ja, gut, ich glaube, Witze erzählen, das ist nicht so unsere Stärke. Ich glaube, da sollten wir zukünftig drauf verzichten. Nee. Also, man könnte natürlich irgendwie drüber streiten, was ist überhaupt ein Witz? Da gibt es ja irgendwie Chuck Norris und deine Mutter, was ja eigentlich keine Witze in dem Sinne sind, aber Leute, nehmen das gerne mal als Ausrede, da irgendeinen dummen Spruch von sich zu geben. Ja, Chuck Norris kann Drehtüren zuschlagen. Ja, ja. Genau. Chuck Norris isst kein Honig, er kaut Bienen. Ja, genau. nee, lassen wir das. Ja, Chuck Norris, er baute das Haus, in dem er geboren wurde. Komm, hör auf, sonst haben wir keine 20 Minuten durchschnittliche Wortsteuer.
Ja, bis hierhin müssen die Leute ja erstmal kommen. Also ich glaube, am Ende, zum Ende raus, macht das nicht mehr so einen großen Unterschied. Boah, bloß auf, ich sehe schon die ganzen schlechten Chuck Norris Witze jetzt hier in den Kommentaren stehen. Pass mal auf, ne, da kommt bestimmt wieder was. So. Ja, oder deine Mutter ist wie ein Edding. Fett, schwarz und stinkt nach Alkohol. Ja. Ja, deine Mutter sitzt vor all die riecht nach Bockwurst. Und deine Mutter arbeitet in der Fleischfabrik und rülpst im Geruch in die Frikadellenpackung. Den kann ich noch nicht. Das ist quasi die Mutter der Muttersprüche. Ja. Ne, den habe ich noch nicht gehört. Den kann ich noch nicht. Gut. Der hat was. Das ist, kann man so richtig schön verbildlichen. So, so mein inneres Auge ist hier. Wie dann aber ein Tönnies am Fließband sitzt. Wenn du das nächste Mal die Aldi-Frikadellen aufmachst, weißt du Bescheid. Ich glaube, dann hat sich schon gelohnt. Ach, nie wieder all die Frikadellen. Ach, scheiße. Oh, sorry, oh, Leute, dass ich jetzt hier so bescheuert bin. Aber muss auch mal sein. Oh, schön. Ja. Ach, Mann. Was hat er da jetzt mit Gitarren zu tun? Ja, weiß ich nicht. Ist halt so. Genau. Ist halt so. Vielleicht kann man ja da mal einen Song draus machen. Ach, Mann. Also die Grindfuckers würden das hinkriegen. Ach, auf jeden Fall. Bestimmt. Ja. Oder die Atzen. Ja, im Zweifel JBO, wenn einem sonst nichts mehr einfällt. Ich will sagen, natürlich, aber sollte es irgendeinen Grund geben, warum es sie nicht gibt? Ich weiß nicht, ich habe schon ewig nichts mehr von denen gehört, deswegen. Aber ich habe es auch schon ewig nicht mehr verfolgt, muss ich dazu sagen. Ich würde gerade sagen, also das Letzte, was ich richtig hart abgefeiert hatte, war Gänseblümchen, als das rausgekommen ist. So, weil das war das erste Mal, dass ich JBO gehört habe, dass sie irgendwie auf Drop Schiss runtergetunt haben. Und dann, das Video mit der Musik und dem Text, das hat echt alles ganz gut gepasst, aber damals habe ich mich dann irgendwo bei einem Bekannten im Wohnzimmer wieder gefunden, da hat er mir Mother von JBO vorgeschrieben. Mhm. Das fand ich dann, da war es irgendwie, an dem Punkt war ich über JBO dann irgendwie schon hinaus. Ja, keine Ahnung, also das war dann nichts mehr für mich. Ja, ich glaube, das letzte Mal, wo ich mich richtig für die interessiert hatte, von 22 mit dem Einhorn. Ja, von 22 Einhorn. Wie ich gerade hatten die als Single. 2019, wer lässt die Sau raus? Ein guter Tag zum Sterben, natürlich nicht doof. Ja gut, guter Tag zum Sterben, also, das ist ja Klassiker von denen. Das spielen die ja schon seit den 90ern. Planet Pink. Nee, also die sind die ganze Zeit fleißig dabei. Ich sehe jetzt noch nichts von 23, aber letztes Jahr ist auf jeden Fall ein bisschen was rausgekommen. Ja, vielleicht nochmal nachgucken bei Gelegenheit. Ja, ich bin ja mittlerweile mehr so auf meinem Trip. Also zum einen die Excrementory Grindfuckers, die finde ich halt sehr geil. Und mir gefällt mittlerweile der Humor von Knorkator. Den finde ich halt super. Okay. Also die meiste Band der Welt. Allein das finde ich schon super. Ja, also Knorkator finde ich super. Ja, da mit denen habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also das, da kann ich jetzt nicht mitreden. Nee. Na, du fällst auf eine falsche Sache. Lieber gar nichts. Dann gebe ich dir mal einen Tipp mit ins Bett. Guck mal nach Wir werden alle sterben. Okay, das klingt schon sehr, sehr, sehr so. Verheißungsvoll. Buchstabe finde ich als ehemaliger Linguist, fand ich Buchstabe sehr gut. Und alter Mann.
Ah, das war das sind so, definitiv, ja. Das sind so die drei Songs, die mir jetzt irgendwie in den Sinn kommen, wenn ich an Knorkator denke. Das waren die drei Songs, die mich quasi gehuckt haben. Also, genau. So eine Musikfolge könnte man auch mal machen. So. Könnte man auch, ja. So, weil ich bin ja ein alter Musiksnob. Bei mir gibt es wahrscheinlich vieles, wovon ihr noch nie gehört habt. Und ich mache mich über alles lustig, was ihr vielleicht gut findet. Ja, schreibt uns doch einfach mal eure Lieblingsband und euer Lieblingssong. Ja, aber jeder genau. Nur eine Band und einen Song. Ja, wir wollen das ja hier nie übertreiben. Ja. Oder so viel, wie ihm gerade einfallen. Geht auch, ja, oder im Zweifel. So. Ist gut für den Algorithmus. Kommentare sind geil. Likes auch. Ja. So, wie viele Follower haben wir? Ach, was heißt Follower? Follower? Auf Spotify. Da, boah, hör mal, ich bin ja hier perfekt vorbereitet. Du. Da habe ich ja keinen Einblick. Ja, stimmt, den hast du nicht. Nee. Also Spotify for Podcasters. Formerly known as Anchor.fm. 34 Wiedergaben, 180 insgesamt, wobei ich da auch noch nicht so genau weiß, wie sich das alles zusammensetzt. 27 Follower haben wir. Ja, immerhin. Ja. Immerhin. Ja. Größe des Publikums sind 42 Leute. Also scheinen wir 42 Zuhörer zu haben, 27 Follower. Pro Folge sind es 45 Wiedergaben. Wir haben 180 Wiedergaben insgesamt. Aber wenn ich mir angucke, wie oft jede einzelne Folge aufgerufen wurde, komme ich jetzt auch schon wieder über 200 irgendwie. Also dafür, dass uns keiner kennt, ist das schon echt gar nicht verkehrt. So, auch wenn die Zahlen hier für mich irgendwie im Verhältnis zueinander keinen Sinn ergeben. Aber Spotify sind halt Analytics. Ja. Ja, ist im Vergleich zu YouTube noch relativ wenig, aber ich schätze mal, das läppert sich noch, auch noch irgendwann. Sind viele Leute so oder so. Und das finde ich schon mal eine super Sache. So, weil auch auf Spotify habe ich schon irgendwie ein, zwei Kommentare gekriegt. Nichts, was jetzt aktuell erwähnenswert wäre, sondern ein kurzer persönlicher Erfahrungsbericht nochmal zum Thema Trustrod war es, glaube ich, hat da jemand gesagt, er hat mal rumgedreht, aber war nicht so geil und irgendwie sowas. Aber es ist Interaktion. Also es ist schön zu sehen, dass die Leute so drauf reagieren, dass wir uns hier hinsetzen und uns zum Affen machen. Und doofe Witze erzählen, ja. Ja. Ja gut, ich sag mal, auf YouTube, wenn man uns dabei noch so zugucken kann, das ist natürlich nochmal ein anderes Erlebnis, als wenn man es nur hört, ne? Du Micha, das kann man bei Spotify auch, ne? Ja, ich weiß. Das ist ja ein... Aber ist ja immer so scheiße, wenn man so beim Autofahren irgendwie... Das ist richtig. Guck mal. Das ist richtig. Ach, das ist ja interessant. Oh, ja. Ach, oh. Guck mal, da war ja ein Fußgänger. So. Ja. Mhm. War. Ja. Guten Flug. Ja. Nee, aber es ist ein Vodcast, so schimpft man das offiziell. Ein Videopodcast. Sowohl auf Spotify als auch auf YouTube. Also, solltet ihr über Spotify hören und noch nicht das Handy angeguckt haben, während ihr euch so eine Folge anhört, ihr könnt uns auch sehen dabei, falls ihr das wollt. Also mir fällt kein legitimer Grund ein, sich uns angucken zu wollen, aber ihr habt die Möglichkeit. Obwohl, da fällt mir so bei einigen Leuten, die ich so auf YouTube sehe, frage ich mich das auch. Ja, warum gucke ich das überhaupt? Ja, das olle YouTube-Loch, schrecklich, da kann man manchmal echt stundenlang vor versacken und ich kann dir dann am nächsten Tag kann ich dir irgendwas über irgendwelche Wattwürmer erzählen oder irgendwie sowas, aber glaub mal ja nicht, dass ich einen Schritt näher an meiner Steuererklärung dran bin, die seit dem 1.2. drauf wartet, abgegeben zu werden. Ja, bin ja froh, dass ich mir TikTok noch nie installiert habe und da bis jetzt einen ganz großen Bogen drum gemacht habe, aber das muss ja auch ganz schlimm sein. Ich hab's probiert, Das ist mir zu hoch. Da merke ich dann den Altersunterschied zwischen mir und der Jugend von heute. Wir sind zu alt für diesen Scheiß. Ja, vorhin war ich in Düsseldorf, sagte ich ja schon mal, und auf dem Rückweg sind wir über Köln gekommen. Da haben wir ja beim Five Guys angehalten, dann nochmal gefuttert. Und das Five Guys in Kalk, das ist direkt am E-Werk. Und da war heute ein Konzert, da war die ganze Kalker Innenstadt war voll mit Leuten. Und da hätte ich jetzt,
das nicht zuordnen kann, was sind das für Leute. So früher hätte dann erkannt, irgendwie anhand der Klamotten, irgendwie, was da für eine Band gerade spielt. Aber das sah jetzt so bunt gemischt, dass da konnte ich überhaupt nicht zuordnen. Und wie haben sie geheißen? Chase Atlantic. So, sagte mir gar nichts, habe ich noch nie was von gehört. Ja. Hatte ich dann auf dem Rückweg mal bei Spotify angeguckt. So, und die beliebtesten Songs von denen haben über 500 Millionen Aufrufe. Also so viel zum nicht im Thema sein oder der Zeit hinterherhinken. Ja. So. Ich habe mir angehört und ich konnte danach genauso viel damit anfangen wie vorher. Also irgendwie so, So ein nichtssagender Pop oder was? Nein, das ist, also, wenn man sich einmal eingehört hat, das ist jetzt halt moderner Pop. Und der ist ja anders als der moderne Pop, mit dem wir aufgewachsen sind. So, bei dir ist ja wahrscheinlich nochmal eine andere Klasse Pop, als es bei mir war. So, aber was bei uns damals so Popmusik war, das war dann Robbie Williams zum Beispiel. Ja, bei mir war es Modern Talking. Ja, so, da sind also nochmal... Ganz schlimme Zeit. Also. Solange nicht mit Blue System gekommen ist und Modern Talking ist noch in Ordnung. Ja, aber Blue System wäre sehr früh gewesen. Nee, aber das ist jetzt alles so ein bisschen, wenn du dir... Justin Bieber, nehme ich an, ist dir ein Begriff. Oh ja. So, kennt man. So, der hat ja auch irgendwie angefangen mit der Musik, das waren ja auch die frühen 2000er, glaube ich, dann irgendwie. So, angefangen auch mit so einem Boyband-Pop-Zeug, wie man das selber auch dann von den Backstreet Boys und sowas kannte. So, dann halt als Solo-Künstler unterwegs und nicht mehr in der Boygroup, sondern Boygroup goes solo, so war das dann irgendwie damals. So, und wenn du dir dann, wenn du das dann vergleichst mit den späteren Sachen, die Justin Bieber hatte, wo dann mehr Trap irgendwie mit reinkommt und mehr Hip-Hop-Elemente und all sowas, so in die Richtung geht das, nur nochmal genauso weiterentwickelt. So, wenn du dir die alten Sachen, wenn du dir Post Malone anhörst, das ist genauso eine Sache. So, die späteren Sachen, die gehen dann auch sehr in die Richtung, die die jetzt hatten. So, und Chase Atlantic, das ist halt sehr, also das, es ist keine schlechte Musik, nur ich müsste mich da jetzt erstmal einhören. Und für mich ist es da irgendwie zu skurril. Ich bin damit zu sehr von einer klassischen, auch teilweise rassistischen, in Anführungsstrichen, Rollenverteilung irgendwie. Hip-Hop war nur was für Schwarze und was weiß ich. Eminem war dann schon so die große Ausnahme und dass der so quasi in die Hip-Hop-Welt gegliedert wurde, grenzte an ein Wunder damals vom Empfinden her. Und das ist jetzt auch so skurril, weil das ist irgendwie Hip-Hop, Trip-Hop, Trap, was auch immer. Das ist jetzt irgendwie so komischer, was weiß ich nicht, so super clean, aber irgendwie Trip-Hop, Hip-Hop, was weiß ich nicht, was Trap, Gemisch und die machen einen auf Obergangster, haben sich irgendwelche Sachen ins Gesicht tätowieren lassen, wie man das heutzutage so macht. Ja. Und dann machen die da irgendwie so softy, booby, was weiß ich nicht, was Liebesschnulzen-Musik irgendwie und alles sehr langsam und alles sehr träge, zumindest die beliebtesten Songs, die man sich da anhört. Ist mir halt irgendwie zu verkopft. Ja, brauche ich auch nicht, glaube ich. Ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung das geht und ist nicht so meins. Ja. Wie gesagt, nicht schlecht, aber ist halt auch nicht meins. Nee. Ich sag mal, das letzte Limp Bizkit-Album war auch scheiße, aber... Das wussten die ja, als sie das aufgenommen haben. Ja. Deswegen haben sie die auch so genannt. Gut. Ja, ich würde sagen, war eine nette Folge, wa? Hat Spaß gemacht. Einfach mal so locker aus dem Stegreif. So spontan mal so aus dem Nichts. Ich hatte auch ein bisschen Pipi in den Augen zwischendurch. Ja, ich auch, ich auch. Und mit ungleichter Zwerchfellkrämpfe. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Wenn ja, hört auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein. Dann vielleicht, wenn alles klappt, mit dem Stargast. Ja. Ja. Bis dahin verabschieden wir uns mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Auf jeden Danke Fall. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen.
drückt den Like, macht einen Daumen, teilt den Shit und hört beim nächsten Mal wieder also hier rein, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Gitarren. Genau. Diesmal mehr irgendwas als Gitarren, aber so ist das halt. So ist das halt. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.